Demonstrationen in New York, Straßenkunst in Paris, ein Flashmob in Genf. Die internationale Mobilisierung gegen den Angriff von Novartis auf den indischen Staat ist groß. Il s'agit d'une action concernant les médicaments génériques. Der Schweizer Pharmakonzern stellt dabei einen Artikel des indischen Patentgesetzes in Frage. L'article 3D précise que pour pouvoir breveter quelque chose, il convient de pouvoir démontrer que il y a réellement une efficacité thérapeutique supérieure, c'est-à-dire que ce qu'on veut breveter permet de mieux soigner une maladie. Ce qui est en jeu ici est une pratique très courante, qu'on appelle l'evergreening ou encore la perpétualisation des brevets, qui consiste à faire des améliorations soit mineures, soit de forme, mais qui ne changent pas réellement l'efficacité d'un médicament sur la maladie concernée et de breveter cette amélioration. Dieser Prozess dürfte einige Wochen dauern. MSF befürchtet, dass ein Sieg von Novartis den Zugang zu wichtigen Medikamenten erschweren könnte. Wie viele andere Organisationen ist auch MSF auf erschwingliche Generika angewiesen, um ihre Arbeit reibungslos auszuführen. Beispielsweise werden 80% der antiretroviralen Medikamente, die MSF für die Behandlung von 170.000 HIV-Patienten benötigt, in Indien hergestellt.